Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboard mit mehr Zurecht und einem Video zu League of Legends. Und ich spiele heute mal Twisted Fate. Und zwar das erste Mal zeige ich euch jetzt in einem Video die neue Map. Ja, das ist die neue Karte von League of Legends. Ich finde sie super hammer. Kurze Anmerkung, ich habe mich schon verskillt, ja. Aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Ja, das ist auf jeden Fall die neue Karte. Sieht, wie ich finde, richtig gut aus. Also mir als Dota-Spieler gefällt das richtig gut. Es wurde ja viel diskutiert und manche fanden das auch gar nicht so toll, weil die so leer aussieht und so langweilig und so flach und steril. Ich finde das super, ja. Das sieht endlich mal erwachsener aus. Ich finde es richtig toll, ja. Mit einer anderen Option kann man jetzt sogar diese Character Lines hier wegmachen, die um einen Charakter weg sind. Danach hat man dann halt wirklich eigentlich gar nichts mehr Comic-artiges, ja. Sofern die Charakter Models schon neu sind. Wobei ich das gar nicht mal so schlecht finde. Da bin ich mir noch sehr unschlüssig, wie ich es handhabe. Auf jeden Fall haben wir folgendes Team. Rengar top, ja, ich als Twisted Fate mit, wie Jungle, und wir haben eine Nunu Isuel Botlane. Gegnerteam könnt ihr kurz mal sneaken. Ich habe eine Annie als Gegnerin in der Mitte. Ja, Twisted Fate ist jetzt mein drittes Game mit ihm. Also mal schauen, wie es läuft. Im ersten Game, weil ich mit ihm gespielt habe, habe ich so kassiert. Das war nicht mehr feierlich. Mein zweites Spiel war vorhin. Das war ganz gut eigentlich. Da habe ich ja ganz gut abgeräumt. So, jetzt aber mal hier. Ja, ich muss halt ein bisschen gerade hier eben, was diese Kartensachen angeht, noch so ein bisschen mich dran gewöhnen. Das ist halt ja immer so eine Sache. Und ob es da nicht irgendwelche Tricks oder so nochmal gibt, oder ob man nicht schon mal vorher so weiß, was für eine Karte man da hat. Ich habe mir dann eben schon so ein paar Theorien überlegt, ob das dann halt da weiterläuft, wo es aufgehört hat, sage ich mal. Aber naja, das hat sich alles noch nicht so bewahrheitet. Nein, nein. So, sie hat ihr Stun ready. Ich denke mal, das will sie auch. Naja, das ist ja pretty obvious, was ich machen will. Da ist eine Irelia hier im Jungle. Naja, die habe ich noch mal eben abge... Also ihn habe ich mal eben abgeschmatzt. Aber schade, ein bisschen spät. Aber was soll man machen, ne? Just the luck of the draw. So, ich gehe auch einmal weg, ein bisschen shoppen. Und zwar kaufe ich mal so ein bisschen ein paar Sachen hier ein, um mir das Lanen so ein bisschen zu vereinfachen. Das sollte mir dabei schon mal helfen. Trink so lange einen Schluck Tee. Diesmal Zitronentee. Ja, haut ungefähr so hin. Nein, der pusht mein Tower. Fuck. Scheiß drauf. Flash Ignite. Das war halt mein Fehler auch. Ich hatte halt meinen Stun nicht reinbekommen, also
Mal, also irgendwie, ah ja, und was ich hier halt unterschätze bei dem Guten, ist ganz oft sein normaler Schaden. Ja, ich versuche dann immer zu lasten und es klappt irgendwie nicht. Ich mache keinen Schaden. Ja, da muss ich mich immer, das muss ich, ist eigentlich immer das, wo ich immer so ein bisschen gucken muss. Ansonsten gefällt mir Twisted Fate eigentlich ganz gut. Ach. Just the luck of the draw. Ja, Last jetzt passt eigentlich, denke ich mal, ganz gut noch. So, endlich mal was getroffen. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Holy fucking shit. Das war ja mal mehr als close. Gut, da ich immer diese Kekse hier habe. Der war aber auch ziemlich mein Fehler. Mal, also ein bisschen Fehler auch sonst, ja. Es war halt ein bisschen blöd. Hau sie um! Schade, egal, von der Lane weg erstmal. Ich hab halt irgendwie einen Missklick gemacht und habe die ganze Zeit mit der Maus daneben geklickt, sonst hätte ich sie vielleicht eher gestunt, als sie mich. Da hätte sie nicht ihre komische Combo machen können. Weil sie musste ja schon ein bisschen auf die Range kommen erstmal. Ja, ich glaube, ich sollte mal gleich mit meinem Ultima ein bisschen so rumschauen. Der Arme, oh. Das war ja wirklich mehr als knapp, dass ich ihn bekommen habe. Pick a card. Fuck you them. Fuck, fuck, fuck. Oh. Mann, das war jetzt wieder blöd. Ich hab's ja wenigstens noch getötet. Ja, 4-1 habe ich. Ist ja ganz in Ordnung, alles meine Stats. Aber das war jetzt ein richtig dummer Tod. Ich dachte irgendwie, ich würde sie halt noch igniten können, aber da bin ich voll über den Tower gerannt. Dann hat mich da Tibbers auch noch irgendwie umarmt. Was ja auch nicht so nett ist. Aber das hat auf jeden Fall auch nicht so ganz funktioniert. Aber okay, ich sollte immer noch mal übrigens mein Ultimate anwenden. Balance in all things.
Ignite war wahrscheinlich unnötig, aber scheiß drauf. Ja gut, Erden, ja, aber was soll ich? Na, ist egal. Ist alles noch in Ordnung, ist alles noch in Ordnung. Ist ein ganz lustiges Spiel, er hat recht. Dass Irelia ihn natürlich noch getötet hat, war natürlich ungünstig. Da reflektiere ich natürlich selber und frage mich, ob vielleicht es besser gewesen wäre, hätte ich Irelia ganz früh ignited, denn sie kann sich ja heilen. Ja, denke ich jetzt gerade auch im Nachhinein dran. Hätte vielleicht, na, dieses bisschen gemacht, damit Rengar sogar noch überlebt hätte. Nein, nochmal gehe ich nicht drunter. So, alles in Ordnung. Ja, mit Ultimate kann ich wieder oben ganken, also. Tja, mit ist natürlich Miss, ne? Aber die wird wahrscheinlich in der Base gegangen sein. Tja, ansonsten läuft ja noch alles recht gut, finde ich. Ich habe 6-2 meiner, also ich bin echt zufrieden eigentlich. Ich bin natürlich mit ein bisschen schwächeren Gegnern eingestuft, dadurch, da ich im Teambuilder spiele und den guten, der hier jetzt noch nicht so oft spiele. Aber mir gefällt der Held auch wirklich ganz gut. Weil er einfach echt so einen schönen Burst hat, das mag ich. Ja, das ist richtig schön. Ja, das war jetzt schade. Ich habe wieder eine falsche Karte genommen, aber sie stirbt auch. Ich habe gut Geld, kann ich mir erstmal Schuhe kaufen und passt das? Nee, passt nicht alles so. Unten, was geht da überhaupt unten? Isuel, ja, alles in Ordnung. Nur dass unser deutlich mehr Last Hits hat. Also alles in Ordnung, er hat auch 1-0. Das sieht auch ebenfalls sehr gut aus. Jetzt kaufe ich mir mal ein paar Schühchen. Ich kann eigentlich, ach, ist egal. Man kann ja auch noch gleich machen. Alles gut, alles gut. Was geht denn da oben? Warum wollte sie nicht helfen? Da passieren auch sehr komische Dinge. Ich gehe mal da schon mal so in die Richtung. Ich habe ein Ultimate ready. Ja, also das sieht ja gar nicht gut aus. Thank you.
Nein, schon wieder den Stun nicht bekommen. Ach Mann. Naja. Aber nur durch solche Aktionen kann man auch lernen. Zum Beispiel weiß ich, dass das eigentlich jetzt nicht so die beste Idee war. Da ich vielleicht auch später hätte flashen sollen. Und das, und das Twisted Fate recht squishy ist. Aber die haben ja auch alle recht. Ich meine, unten ist alles in das Spiel. Ja, es läuft echt gut. Ich könnte natürlich deutlich mehr Farm haben. Also ich bin auch nicht sehr zufrieden mit meinem Farm eigentlich, weil ich auch die ganze Zeit so ein bisschen am Roam bin und am Fighten nur. Ja, das ist eine sehr gute Entscheidung. Ich hoffe, bei Lunu klappt das auch noch. Na, dafür pushe ich dann mal jetzt bitte. Ja, wenn ihr irgendwelche Tipps natürlich habt zu Twisted Fate, dann bin ich natürlich auch immer davon begeistert. Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Und schon wieder tot. Ach man, wie ärgerlich. Na, meine Mitte ist immer noch gewonnen, ja. Ich habe immer noch gute Stats. Für mich läuft das immer noch. Ja, Rengar hat 1,5, ne? Ist natürlich ziemlich ärgerlich. Irelia ist halt auch ein ziemlich harter Held. Worauf ich jetzt persönlich auch so ein bisschen setze neben mir, ist halt Isuel, weil sonst haben wir einfach nichts. Der Typ verkackt da ein nach dem anderen. Ich sollte vielleicht auch lieber Dings mehr kaufen. Mal ein bisschen Schutz schon mal. Ja, die hat doch eh wahrscheinlich wieder Flash. Das ist wahrscheinlich total nutzlos, dahin zu gehen. Ich gehe lieber wieder in die Mitte oder fahre mir so ein bisschen. Ah, ich denke mal, wenn das richtig so flüssig von der Hand geht, dann ist das ein echt geiler Held. Sind ein paar Helden Mist, also. Boah, da treffe ich sie nicht. Oh. Scheiße. Ich dachte, die würden irgendwie ein bisschen länger überleben. Ah, ich bin gerade ein bisschen unzufrieden. Ich mache ganz schön viel Scheiße. Jetzt alle vorm Bildschirm, ja, und wie. Ja, mit dem Helden, also ich überschätze mich da ein bisschen ziemlich stark. Naja, mein drittes Mal, gerade solche Ultimates, die müssen halt immer, da will ich auch gar nicht mal so viel drüber nachdenken, über die Ultimates, einfach mal machen, gucken, was bei rumkommt, würde ich sagen. Sollten wir vielleicht unser Blue holen? I'm one of a kind. Oh, habt ihr den gesehen?
Der Flash war mal richtig geil von Navi. Aber ich will nichts sagen. Ja, das ist doch auch gut. Ne, von dem Stun sollte man sich lieber nicht catchen lassen jetzt. So, putz auf die Rübe. Also ich hätte ja einfach, na, aber die sind alle so OM. Gucken, ob da irgendwas ist, ein Blue Buff oder so, das wäre ganz nett. Nope, doch. Wollte der mir den klauen? So nicht, Junge. Ich habe ihn nicht mehr. Warum? Oh, warum hat er nicht gemacht? Ich habe doch schon geklickt. Ja, Nunu! Bam! Oh, schon wieder sonst aufteilen. Das ist gar nicht gut. Fokus, Fokus, weg. Gut. Ich kommentiere, lol. Gut. Ist in Ordnung. Geht zurück. Rengar, go. Bam, wusch, bom, wusch, bom, bom. Bam, 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 bam. Woll. Ace, go. Jawohl. So muss das aussehen. Just the luck of the draw. Ah, es tut mir leid. Ah. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Aber ich habe mich heillos verschluckt an meinem Zitronentee. Na, wollten wir wieder zu viel? Sind wieder alle tot? Ah. Nein, echt. Scheiße. Habt ihr gesehen, wie low die waren? Das hätte ja locker ein Triple Kill von mir sein können. Und zwar nur mit meinem Q.
Mann, was machen die denn da? Hatten die nicht gerade Baron Buff? Sind die dann alle reingelaufen oder was? Ach, warum? Nee, echt, ey. Warum gehen die rein, wenn die Buff haben? Obwohl, der Baron Buff ist ja jetzt ein bisschen anders, ne? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Nein, oh, mein Flash auch noch weg. Oh, und ich hab doch Sonjas. Mm, ich vergrab mich. Oh. Ich lass mich dann aber auch immer so mitreißen von der, ich will nicht jetzt sagen, Blödheit. Aber wenn die einfach def geblieben wären, dann, naja, weiß ich nicht. Nee, nee, nee. Was soll ich da tun? Ah, so, Damage. Schauen wir mal. Danach hole ich mir auch so ein Banshee's Veil. Direkt schon mal. Hundertvierzehn Kugeln. Ja, wir haben auch irgendwie keine Wards. Das nervt mich ehrlich gesagt auch. Nein, nein, nein. Ich bin so tot. Na, da wurden wir jetzt aber nicht gecatcht. Ach hey, das war ja jetzt... Oh nee. Einsatz mit X. Ja, und er stirbt auch. Renga, dein Ernst? Ey, oh. Ja, das ist manchmal das Problem natürlich, wenn man neue Helden spielt. Manchmal wird man echt mit Leuten eingestuft. Das ist unglaublich. Also nicht, da ich jetzt gerade super toll spiele, aber so manche Sachen, wo man einfach denkt, so Decision Making, hallo. Ja, er ist leider mega tanky. An sie komme ich kaum ran, weil er davor steht. Die sehen echt cool aus, die neuen Belagerungstypen hier. Die sehen nicht mehr so peinlich aus wie vorher. Wir sind zwei Streitbolden an. Aber ich mache auch keinen Schaden. Ich brauche wahrscheinlich Void Staff. Ich glaube, ich brauche doch kein menschliches Fell. Alle haben so wenig Last Hits.
So let it rip. It's my lucky day. Ah ne, der Baron Buff ist immer noch, ist ja immer noch so, dass der so stark ist. Also das wurde ja noch nicht hinzugefügt, der Dragon Buff, soweit ich weiß, oder? Ne, ich meine nicht, sonst würde der hier stehen, weil wir den ja schon getötet haben. So, ich könnte mal meinen Voids davor. Ach, also ich beschwere mich, glaube ich, lieber auch nicht. Ich habe auch wieder einen getötet noch. Aber ich habe selber nicht so toll gespielt. Ich habe das, glaube ich, auch ein bisschen, ziemlich viel habe ich verschwendet. Da hätte ich öfters mal nicht sterben sollen. Egal, schreibt was in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.